crazy mother. Dämlich. Ich war eines schönen Tages im Fitnessstudio, habe gerade meinen Satz Kniebeugen beendet und wollte die Zehnerscheibe runter von der Stange auf diese Ständer draufstecken, wo man die Scheiben draufstecken kann. Und dieser Ständer war schon recht voll. Ich dachte, dass meine Scheibe bestimmt auch noch gut drauf passen wird. Aber dem war leider nicht so. Sie fällt runter und mir direkt auf den Fuß. Das hat so weh getan und das war wirklich ganz schön dämlich von mir. Weiter geht's mit Platz Nummer 4 und zwar dem geplatzten Shake. Das war noch zu der Zeit, als ich vor der Schule ins Training gegangen bin. Da hatte ich mein Frühstück in Form eines Shakes immer dabei, was ich direkt nach dem Training getrunken hatte. Bestehend aus Sojamilch, Reisprotein, Banane, Haferflocken und am besten mit wenig Flüssigkeit, denn ich mochte es eher, wenn es klumpig und dickflüssig war. Ich habe mich richtig danach drauf gefreut und schüttel das Teil. Es rutscht mir aus der Hand und es war ein Hartplastikshaker. Das heißt, er knallt auf dem Boden auf und platzt volle Kanne auf. Die ganze Soße, der ganze Brei war auf dem Teppich. Ich wollte natürlich sofort sauber machen. Dann kamen schon die Angestellten, die das dann sauber gemacht haben. Das war schon recht peinlich. Und die haben es leider nicht so gut hinbekommen, denn der Fleck ist bis heute zu sehen. Platz Nummer 3 ist mein Spiegelposing. Jawohl, ich war gerade mit meinem Satz fertig und überall im Fitnessstudio sind hier eben diese Spiegel. Und es war noch recht am Anfang, wo ich mit dem Training begonnen hatte und hatte eben sehr starke und schnelle Fortschritte gesehen, habe ich so einen Spiegel beobachtet, so ein bisschen Arme geflext, Bizeps, dann den Po in den Spiegel gestreckt und geschaut, dann noch mit so einem grimmigen Gesichtsausdruck. Und leider war ich nicht unbeobachtet, nein, ich wurde dabei wirklich beobachtet und gesehen. Und das war mir wirklich so, so peinlich und dann habe ich ganz schnell aufgehört und bin weiter mit dem Training gegangen. Platz Nummer 2 ist die gerissene Hose. In der Tat, ist mir wirklich bei der Kniebeuge passiert. Ich hatte meine brandneuen Leggings an. Gehe bei der Kniebeuge wirklich tief runter und da ist es passiert. Meine Hose, meine Leggings reißt von oben bis unten einmal auf. Ich habe sofort gemerkt, ich habe ganz schnell die Stange abgesetzt. Somit war mein Satz Kniebeugen beendet. Es war mir schrecklich peinlich. Ich wickel mein Handtuch rum und verschwinde so schnell es geht in die Umkleide. Und nun, kommen wir nun zu Platz Nummer 1. Und dazu muss ich sagen, das ist eine sehr, sehr große Überwindung für mich, denn das weiß so gut wie keiner von mir, bis auf diejenigen, die halt dabei waren. Aber sonst habe ich es noch niemandem erzählt, da es wirklich sehr intim für mich ist. Und zwar ist es der Kreuzheben-Furz. Jawohl, ich war gerade beim Kreuzheben mittendrin, voll bei der Sache, habe mich angestrengt wie sonst noch was und konnte mich dabei nicht auf was anderes konzentrieren. Ich lasse einen fahren und nicht nur irgendeinen. Es war wirklich der lauteste Pups, den ich je gelassen habe.
Und dann, ich habe die Stange sofort auf den Boden abgesetzt und war einfach nur geschockt, was da gerade passiert war. Aber letzten Endes habe ich dann einfach zum Lachen angefangen. So, das waren meine 5 peinlichsten Momente von mir im Fitnessstudio. Ich glaube, alle peinlichen Sachen, was so im Fitnessstudio passieren kann, sind mir auch schon mal passiert. Aber mein, das ist ganz natürlich, Sachen passieren mal. Und man darf das nicht so ernst nehmen, einfach gelassen sehen und drüber lachen, das ist das Allerbeste. Und ja, mich würde es dann auch noch interessieren, was eure peinlichsten Momente im Gym sind. Bitte schreibt es unten in die Kommentare rein, bitte, bitte, ich will es wissen. Und wenn ihr Bock auf weitere Videos habt, dann habe ich hier gleich 2 Stück für euch. Und natürlich will man natürlich nichts verpassen, Channel abonnieren. Wenn das Video super war, gleich Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns doch hoffentlich beim nächsten Video wieder. Ciao!